Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf dem Kanal. Welcome to a new Vlog hier aus London. Ich war ja vorher in Mailand. Jetzt, wie schon angekündigt, in einem anderen Land. Denn wir haben hier heute was Geisteskrankes vor. Aber dazu dann später ein bisschen mehr. Ich sag nur, heute Abend wird es auf jeden Fall krank. Vor dem Tag jetzt werden wir noch ein bisschen in London verbringen. Ein bisschen durch die Straßen laufen, ein paar Läden abchecken. Ich möchte einfach mit ein bisschen vloggen. Lasst einen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo da. Viel Spaß bei diesem Vlog. Es wird krass. Vertraut mir. Und ja, let's go. Wir haben jetzt, by the way, ich glaube 11 Uhr hier, sind eben erst wach geworden, haben beide Todeshunger. Deswegen ist der allererste, Stopp heute, was zu essen, beziehungsweise eine Bäckerei. Wir wollen irgendwie so ein Brötchen, Schokobrötchen, irgendwie sowas essen. Die ist aber auch schon direkt da vorne auf der Straße, laufen wir jetzt hin, gehen was essen und dann, würde ich sagen, beginnt der Tag mit einem vollen Magen und ich hoffe, es schmeckt. Die Bäckerei gefunden, hier ist sie und da geht jetzt einmal rein. Live-Test. Geht rein, ist gut. Ich habe jetzt in Mailand tatsächlich gar nicht mehr gefilmt gehabt und auch den ersten Tag in London. Ich weiß, es ist schon der zweite Tag, wo wir hier sind, weil gestern kamen wir erst voll spät hier an und der Tag in Mailand war irgendwie auch nicht mehr so besonders. Deswegen gab es eben nur diesen einen Mailand-Vlog, aber ich hoffe, der hat euch gefallen. Jetzt bin ich aber by the way auch hier mit Felix, dem von der Roomtour. So vielen aufgefallen, letztes Video, so viele haben mir die Kommentare geschrieben, ist das der von der Roomtour? Ja, das ist der, wo ich drauf reacted habe von der Roomtour aus der Schweiz, mit dem ich auch bei Frauenfeld war. Wir sind jetzt hier in London. Wir genießen unser Wasser und laufen durch die Streets. Wir haben hier gerade übrigens komplett durch Zufall diesen Presented by Store entdeckt. Da steppen wir jetzt mal rein. Ich geb dir. Nein, ich geb dir. Okay. Oh mein Gott, du kannst ja springen! Ja, ich hatte den bisher, den habe ich immer noch, den hatte ich auch. Ich hatte die beiden. Den hatte ich in Fake mal. Den hatte ich auch in Fake. Von denen? Boah, davon hatte ich auch ein paar. 25 oder 30 Paare einfach online gekauft. Ja, das weiß ich noch, wo der rausgekommen ist. Ich dachte, wann gibt es den? Hallo. Hallo. Ich hab's gerade gesehen, Presented by auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Laden, alles sehr schön aufgebaut. Ich glaube, ich habe da auch viele Einblicke ins Video jetzt hier gepackt. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Oxford Street, Richtung Selfridges und den ganzen anderen Stores. Ich denke mal, ich werde jetzt nichts da kaufen, weil ich war ja erst vor 3 Monaten da und da habe ich da auch nichts Cooles gefunden. Aber wir checken das Ganze mal ab. Auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr nice, auch sehr schönes Wetter, alles sehr angenehm. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir in der Innenstadt sind. We made it. Wir sind auf der Oxford Street. Selfridges. Let's go. Die haben hier einfach die Travis Dior Collab in Store noch bei Dior im Selfridges. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so ein Ding ist, was direkt ausverkauft war oder nicht. Aber ich muss direkt sagen, gebt euch mal diesen Kragen hier. Was ist denn das? Das Shirt ist so dünn. Ich wusste gar nicht, dass es davon auch diese Dior Chucks gibt. Die sind eigentlich sogar ganz nice. War besser als der andere Stuff. Ich glaube, das war ein Zeichen für heute Abend. Ich glaube. Abwarten und Tee trinken. Boah, ich finde die Jacke hier so krank, Alter. Okay, der Backprint weiß ich jetzt nicht. Aber so von vorne, crazy. Die kostet wahrscheinlich, ich will es gar nicht wissen. Ich schätze 6.000 Euro. Kostet, ja, 4,3. Stil, ich glaube, die packe ich ein. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Einblicke von Selfridges bekommen. Auf jeden Fall ein mega riesiges Kaufhaus. Ich würde sagen, mindestens 5-mal so groß wie Bräuninger, so im Vergleich. Hier gibt es wirklich alles. Aber wie eben schon gesagt, erstens habe ich keinen Bock, was zu kaufen. Ich habe kein Geld, was zu kaufen. Es gibt auch keine coolen Sachen, weil ehrlich, es ist so viel Geiles. Ist ja, und wir haben ein paar Sachen gesehen, aber musste jetzt nicht unbedingt. Gibst du mir, wenn ich da jetzt treffe? 5 Euro. Junge, so lost. Währenddessen wir jetzt hier auf dem Weg zu Goyard sind, weil der ist irgendwo da vorne, habe ich etwas im Kopf, was mich wirklich seit Tagen belastet und ich brauche jetzt eure Meinung dazu. Wenn ihr taubstumm auf die Welt kommt, also ihr werdet geboren taubstumm, ihr könnt weder hören noch sprechen. In welcher Sprache denkt ihr? Wirklich, das belastet mich seit Tagen. Ich denke seit Tagen darüber nach. Ich habe noch nie etwas gehört in irgendeiner Sprache und ihr könnt selber nicht sprechen. In welcher Sprache denkt man?
Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Schreibt es wirklich in die Kommentare, ich meine es ernst. Das nimmt mich mit, das packt mich. Selbes Spiel wie in Mailand. Die Schlange sieht zwar wirklich nicht lang aus. Dauert aber ewig. Ja, in Goyard-Verhältnissen ist es dann trotzdem so eine Stunde mindestens, du überstehst, weil halt, wie gesagt, immer nur gefühlt ein oder zwei Leute da rein dürfen. Deswegen gehen wir jetzt auch nicht rein, weil das macht gar keinen Sinn, sich da jetzt anzustellen. Und hier ist jetzt mitten auf der Oxford Street an einem Samstag eine Demo. Geil. Frag wirklich nicht, wie es uns jetzt hier hingetrieben hat, aber wir sind gerade in Hamleys und das ist, soweit ich weiß, das größte Spielhaus Europas. War ja auch früher als Kind schon mal. Hätte mal sehen, das hat, glaube ich, 5 oder 6, ne? Ja. Oder 7 Etagen, mega riesig. Aber ich war ja eigentlich nur, weil ich hier kurz aufs Klo war. Wir laufen hier trotzdem mal ein bisschen rum und gucken, was hier so abgeht. Irgendwann großes Chaos. Und das Witzige ist, Felix und ich waren hier beide zu anderen Zeiten schon mal. Wir haben uns einfach beide genau dasselbe Teil damals gekauft. Aber wissen beide nicht, was das war. Was war das? Ja, lass das suchen gehen jetzt mal. Wir suchen das jetzt. Ey, wir haben es einfach gefunden. Genau das ist das. Das haben wir uns beide damals gekauft. No magnets. No batteries, no recharge. Jetzt hier ein intensives Duell. Sorry. Nach dem ganzen Trubel hier die ganze Zeit mit dieser Demo befinden wir uns jetzt in Soho. Und zwar sind hier ja auch einige Stores wie Supreme, Palace and Cole Buxton ist auch hier. Und wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen rum, checken das mal ab. Und dann ist es auch gleich schon Zeit, wieder zum Hotel zu gehen, weil uns erwartet ja heute was Krasses, ne? Auf dem Weg zum Store haben wir noch eine zweite Frage für euch. Und zwar hat mich Felix nämlich mit dieser Frage in Mailand mies hops genommen. Ein Ball und ein Tennisschläger kosten zusammen 1 Euro und 10 Cent. Der Tennisschläger kostet aber 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Wer die richtige Lösung in die Kommentare schreibt, kriegt 10 Euro PayPal von Felix. Ja. Haben wir gerade abgemacht. Wir haben ja auch Essentials und vor allem diese Shorts, muss ich sagen, finde ich irgendwie übel entspannt, vor allem auch der Colorway, wenn er so rüberkommt, kostet 80 Pfund, glaube ich, kann man sogar mal anprobieren. Ich finde die Farbe echt nice, hier gibt es noch Badehosen und die, wobei, welche Farbe findest du geiler, die oder die? Ja, die. Die ist schon cooler, ne? Ist so ein Matschbraun oder so irgendwie so. Cole Buxton ist auch hier am Start. Alles Cole Buxton. Ne? Könnt ihr sehen. Und vor allem gegenüber ist halt einfach sogar ein Cole Buxton Store. Eigentlich macht es irgendwie gar keinen Sinn. Ich hätte auch voll gerne so einen Bear Brick für meine Wohnung, aber halt so einen großen. Die haben nur hier halt voll die hässlichen. Also, ihr könnt sehen, die sind alle die swag. Ja, nee, die passen auch gar nicht in meinen Koffer. Aber was sagt ihr zu diesen Bear Bricks? So für die Wohnung als Accessoire finde ich die schon echt geil, aber ich glaube, die kosten noch irgendwie 500, 600 Euro. Da drüben ist Cole Buxton. Aber da gehen wir jetzt nicht rein, weil wir uns eh nichts kaufen. Wir wollen jetzt was essen gehen und zwar hat Felix nämlich was rausgesucht und zwar Nudeln. Und ich hoffe, du enttäuschst mich nicht. Er hat was rausgesucht, da gehen wir jetzt hin. Ich bin gespannt. Die Schlange vom Buchladen ist einfach länger als die Schlange bei Supreme. Merkt ihr selber, ne? Wir sind jetzt hier angekommen im Restaurant und sitzen einfach direkt vorne beim Koch. Ich habe mir hier diese Trüffelnudeln genommen. Ich hoffe, die schmecken gut, aber ich habe schon gesehen, die Portionen sind sehr klein. Wir werden es sehen, aber ich muss eigentlich sagen, hat einen coolen Vibe. Das Restaurant ist generell relativ klein. Ich bin gespannt. Wow. Wow. Nudeln sind da. So sieht der ganze Lachs aus. Sehr, sehr nice, aber es ist wirklich eine Mini-Portion. Also davon werde ich halt safe nicht satt. Prost. Boah, die sind sehr, sehr geil. Oh, das schmeckt Real Talk. Todeskrass. Sehr, sehr lecker. Schmeckt im Trüffel sehr krass raus. Echt richtig gut. Ich esse das Ganze jetzt mal auf und dann sehen wir uns später wieder. Ne? Wir waren jetzt tatsächlich noch, glaube ich, circa eine Stunde auf dem Hotel. Wie eben schon gesagt, haben unsere Handys geladen, uns ein bisschen umgezogen. Denn jetzt kann ich verkünden, wohin es geht. Was gar keinen Sinn macht, weil ihr eigentlich schon längst am Titel... Digga, es macht ja gar keinen Sinn, ihr wisst das ja alles schon.
Und zwar kann ich verkünden, dass wir jetzt zu Travis fahren in die O2 Arena. Er hat nämlich heute einen Auftritt, morgen auch, geisteskrank. Ich war selten in meinem Leben so hyped wie jetzt. Ich habe auch wirklich, muss man sagen, sehr, sehr auf diese Karten geschwitzt bei Release. Ich habe nämlich bei Release die Karten bekommen, wollte eigentlich Stehplätze. Die waren Real Talk nach, keine Ahnung, 3 Sekunden ausverkauft. Jetzt sind es eben Sitzplätze, aber es sind, würde ich mal behaupten, somit die besten Sitzplätze in der ganzen Arena von der Lage her. Finde es jetzt aber auch nicht so schlimm, weil auf dem Frauenfeld haben wir die Experience gemacht, in der Menge zu sein. Und jetzt können wir das Ganze eben mal von oben betrachten. Ich bin wirklich unfassbar hyped. Freut euch auf die Aufnahme. Ich nehme euch mit, so gut wie es geht. Boah, Alter. Junge, wie groß ist das hier drinne? Ey, ich komme gar nicht klar, wie riesig das hier drinne ist. Ich dachte, das wäre einfach so eine ganz normale Arena. Das sieht aus wie ein Einkaufszentrum hier. Ja, moin. Da kann man einfach wirklich drin shoppen. Hier ist einfach ein Outlet drinne. Hier sind einfach in der Arena Läden drinne. Kannst ja keinem erzählen. Wir sind Block 102 und jetzt gibt es die allererste View in die Arena. Okay, ich bin hyped. Lol, was sind das für krasse Plätze? Was ist das für eine View? Warte mal, 73. Hier. Hier ist mein Platz. Dafür, dass wir Sitzplätze haben, das ist, glaube ich, so Real Talk mit der beste Platz. Das ist halt direkt vorne, die Travis, alles. Und sowas war hyped, Freunde. Gleich wird geraged. Haben wir noch so circa eine Stunde, bis Travis finally dann kommt. Und ich bin ein bisschen nervös, ne? Ich bin echt aufgeregt. Geil. Ihr müsst euch geben. Da vorne wird gleich einfach Travis stehen. Und ich habe, by the way, einen Kollegen, der erste Reihe direkt da vorne steht. Der wird mir auch ein paar Aufnahmen machen. Ihr werdet ihr auch in dem Video jetzt sehen. Das heißt, ihr bekommt zwei Perspektiven. Einmal Front Row und einmal von hier. Es wird einfach Abriss. Wir sind jetzt nochmal kurz rausgegangen hier, wo man auch trinken und so holen kann. Digga, es kamen schon so viele Leute zu mir, die mich erkannt haben, die jetzt aus Deutschland kommen. Das ist echt krass, wie viele Deutsche hier sind. Ich habe auch schon Sydney gesehen. Sydney ist, by the way, glaube ich, im selben Block wie ich. Also der chillt auf jeden Fall auch hier vorne. Wir haben uns jetzt was zu trinken geholt. Was haben wir uns geholt? Oh, boah, oh, boah. Oh. By the way, offiziell die beschissensten Plätze in der ganzen Arena. Da hinten. Die sitzen einfach. Wenn man sehen kann. Hinter der Bühne. Da ist die Bühne, die sitzen halt in der Ecke. Ich glaube, der Bruder da unten hat gar keinen Bock auf Travis. der pennt einfach. Aber seit einer Stunde oder ja, so. Ja, ich hab das einfach überstaunt. Der sah schon richtig weird aus. Kleines Update. Mittlerweile sitzen wir hier seit 2 Stunden. Wir haben jetzt 9:30, oder? Langsam könnte es mal anfangen. I couldn't pick a better place, but other than London, to come back in. I know tonight is going to be a real special night. That being said, Chase B. What we doing? Let's get it. Oh my God! This is what I want to see, London! Thank you.
I want to dedicate this song to my daughter because this is one of her favorite songs. Stormy, what? Stormy, I know you're up there somewhere. Yeah! Talk to him! Stop!
What we doing? I gotta just need this motherfucker on one note, Chase B. Let's do it, yeah? Oh my God! Yeah. What you said? Oh my God, she's like my girl. I see you, I see you, I see you, yeah! What you said? I get those goosebumps every time, yeah, every time. Come around, see me shit. You lose my mind, you make everything go by. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Ich bin am Ende. Ich melde mich, wenn wir draußen sind. Die Menschenmengen strömen raus in die frische Luft. Es war komplett krank. Es war tatsächlich kürzer, als ich gedacht habe, weil es ging jetzt knapp eine Stunde. Ja. Hat sich Real Talk angefühlt wie 10 Minuten. Ich hoffe wirklich, ich habe geile Aufnahmen für euch irgendwie hinbekommen. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, die ganze Zeit da zu filmen, so, weil man will das ja auch ein bisschen genießen. Und es war einfach, es war so krank. Allein der Effekt, dass man einfach Travis live gesehen hat. Wir hatten so gute Plätze, man hat ihn auch richtig nah gesehen. Und jetzt warten wir noch auf den Kollegen, meine Stimme ist auch langsam weg, auf den Kollegen, der auf Front Row war, der in der allerersten Reihe war, der kommt jetzt zu mir, schickt mir ein paar Dateien und dann kriegt ihr die Dateien auch in diesem Vlog, ihr werdet ihn wahrscheinlich schon gesehen haben. Der wird auch ein bisschen berichten, wie es in der ersten Reihe war, weil der hat, glaube ich, 10 Stunden angestanden oder nicht länger. Oder noch länger. Vorbei, 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 vorbei. Wir sind mittlerweile im Hotel. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon 3:15 oder so. Der Uber-Weg nach Hause, alles war so ein Krampf. Wir sind fix und fertig. Und ich habe ja nichts Besseres zu tun, als jetzt noch das Video zu schneiden, was ihr gerade guckt. Nee, ich mach's ja gerne. Ich habe auch mega Bock drauf. Der Vlog wird unfassbar krass. Ich hoffe, ihr habt ihn bis jetzt enjoyed. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Es war wirklich ein unfassbares Erlebnis. Danke auch, dass ich das erleben darf und auch mit euch teilen darf. Es ist einfach nur ein Traum. Dicker Kuss geht auch raus an Amre, der aus der Front Row gefilmt hat und mir die ganzen Dateien geschickt hat. Das ist by the way auch der Typ, der für mich meinen Custom Nike-Teppich gemacht hat. Der Bre macht auch Teppiche. Ich blende euch jetzt mal seinen Instagram-Account hier ein. Falls ihr einen Custom-Teppich braucht, checkt das sehr, sehr gerne ab. Supportet den Boy. Das heißt, ihr habt jetzt aus mehreren Perspektiven das Konzert miterlebt. Ich hoffe einfach, es war nice. Ich setze mich jetzt an den Schnitt. Dann gehe ich irgendwann um 6 Uhr morgens pennen, wenn ich fertig bin. Keine Ahnung, jetzt nach Hause. Und das war's, Freunde. Ne? Daumen nach oben lassen, Kommentar schreiben. Nur Liebe an jeden von euch. Es war unfassbar krass. Und wir sehen uns. Ciao. Ich wollte nur mal ganz kurz anmerken, dass ich tatsächlich bis gerade Sonntag 8:30 morgens dieses Video hier geschnitten habe. Und ich habe gerade erfahren, ich wollte gerade pennen gehen, dass wir morgen, also heute, um 11 Uhr aus dem Hotel raus müssen. Um 11 Uhr ist Checkout, also in nicht mal mehr 3 Stunden. Digga, da muss ich hier schon wieder raus. Ich kann jetzt nicht mal pennen gehen, richtig. Egal, alles für Content, alles für diesen Vlog. Und ich hoffe, er gefällt euch und ich hoffe, ihr supportet das Ding. Ich werde jetzt ein Powernap machen und dann muss ich hier raus. Super.